Ich bin der Wilm Aufmoof und bin in Schwerte geboren. Wer mich nicht kennt, das gibt's nicht. Nein, nein, nein. Ich habe als Schuljunge den Krieg erlebt, den Bombenkrieg, den habe ich ganz mit durchgemacht. Aber das war eine ganz erbärmliche Zeit, das kann ich euch nur sagen. Also wir Kinder, wir sind quasi im Bunker groß geworden. Wenn die drüber stand, gab es Vollalarm hinterher, also wenn es brenzlig wurde. Wenn mal Stunde zwei mal nichts los war, dann hatten wir Glück. Da hatte jedes zweite, dritte Haus hatte eine Sirene auf dem Dach und dann ging die los. Auf Bahnsteig 5, da sind noch Löcher von Tieffliegern zu sehen. Die sind durch Bordwaffen sind die da reingehämmert worden. Was haben die Bordwaffen angerichtet? Die im Tiefflug runter, dann haben die hier drauf gehauen. Dann haben die hier bestimmt Leute gesehen und dann haben sie drauf gehauen. Ach, das waren verstärkte Maschinengewehre. Die waren noch ein bisschen mehr mit Kaffum besehen. Dann haben wir unsere Armseligkeiten, die wir noch hatten, im kleinen Koffer oder Pappkarton. Da sind wir in den Bunker geflüchtet. Nachts setzten die Fliege Leuchtbomben von oben. Das war das Angriffsziel. Da konnte man drauf gehen. Da, wo diese Klamotte gezeigt wurde, da wurde gehämmert. Das hat nicht lange gedauert. Die haben nicht lange gefackelt. Das hat nicht lange gedauert. Vergessen kann man sowas nicht. Vergessen kann man sowas nicht. Das ist... Mm-hmm.